Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Ja, vielen Dank, dass ich an diesem großartigen Projekt teilhaben darf. Im Kontext transkultureller Forschungsansätze, aber auch im Kontext des Kuratierens, mit dem ich mich befasse, spielt das Übersetzen eine wichtige Rolle. Übersetzen geht dabei weit über die professionelle Übertragung eines Textes von einer Sprache in eine andere hinaus. Kulturelle Übersetzung, den Begriff hat Omi Baba geprägt, führt auch zu Bedeutungstransfers. Übersetzerinnen, seien es Künstlerinnen, Kuratorinnen oder Kulturvermittlerinnen, sind niemals neutral. Sie sind immer auch selbst Bestandteil einer sozialen und kulturellen Praxis. Insofern geht jede kulturelle Übersetzung implizit von einem bestimmten Kunstbegriff, einem Kulturverständnis aus. Und dieses Kulturverständnis ist klassen- bzw. schichtenspezifisch geprägt, davon bin ich überzeugt. Meines Erachtens wird über klassen- und schichtenspezifische Prägung derzeit zu wenig gesprochen. Dabei sehen wir täglich, dass unterschieden wird zwischen denen, die etwas zu sagen haben, und jenen, denen ohne eine Übersetzung von Expertinnenseite kein Sprechen zugetraut wird. Wie Hitor Steil in ihrem Text »Die Gegenwart des Subaltern« bemerkt hat, zeigt Godard in seinem Film »Tout va bien« aus dem Jahr 1972 eine Reporterin, die einer Arbeiterin eine Stimme verleihen möchte. Die Arbeiterin selbst verkörpert eine Betroffene und steht stumm daneben. Godard sagt dazu, nicht das, was Betroffene sagen, ist entscheidend, sondern das, was Gehör findet. Ich denke, im Kontext der Restitutionsdebatten müsste dringend über transkulturelle Übersetzungen, aber auch über schichtenspezifisches Sprechen und gehört werden diskutiert werden. Es kann nicht sein, dass sich europäische Museen im Zuge von Restitution ihres sogenannten schwierigen Erbes entledigen und zugleich mit kolonialem Gestus weltweit das Modell Museum exportieren, als hätten Museen keine europäische Geschichte, auch im Sinne der Entstehung von Zivilgesellschaften und Nationen, als hätten Museen keine kulturelle Prägung, als trügen Museen nicht einen Subjektbegriff, einen Wissenschaftsbegriff in die Welt. Wenn Museen ohne ein bildungspolitisches Programm exportiert werden, wird lediglich eine hegemoniale Oberschicht der Global Player adressiert, die das kennen, was es eben nicht überall auf der Welt gibt, etwa den Ausstellungswert oder eine Kunst, die nicht wegen ihres Gebrauchswerts, ihres Kultwerts, ihres Tauschwerts hergestellt, sondern um des öffentlichen Zeigens willen produziert wird. Auf diese Weise entsteht ganz gewiss keine Sprache zwischen den Kulturen. Ja, es wird weder eine Übersetzung noch eine Rückübersetzung möglich. Für andere zu sprechen, ohne damit eine Geste der Selbsterhöhung zu verbinden, ist, so denke ich, derzeit eine besonders dringliche Aufgabe für kulturelle Übersetzerinnen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.